So, hallo liebe SWN-Zuschauer. Heute waren wir mal im Brauhaus am Markt zum Essen. Und das haben sie ja umgebaut vor kurzem. Also nicht vor kurzem, schon Zeit her, haben wir so umgebaut. Und ich muss euch sagen, also der Flair vom alten Brauhaus ist dahin. Ist kaputt. Weil diesen Bahnhofsstil, diese Einrichtung von einem Bahnhofsstil, von einer Kantine, das muss man mögen, gell? Das muss man mögen. Ich war also am Fenster gesessen und hatte ständig so eine Kante, so eine Holzkante vom Fenster, von der Heizung, von der Verkleidung in dem Rücken. Und dass ich also nach einer halben Stunde nicht mehr gewusst habe, wie ich mich anlehnen soll. Und hat richtig geschmerzt, also hat richtig wehgetan. Ich bin mir vorgekommen wie in der Erinnerung an meine Kindheit, wo man in der Kirchenbank gesessen hat und hat immer diese Rückenlehne, wo die das Gesangbuch aufgelegt haben, diese Kante da im Kreuz gehabt. Also, muss man mögen, das Essen im Brauhaus, da brauche ich gar keinen großen Bericht darüber zu machen, das Essen im Brauhaus ist super, da gibt es nichts zu meckern, wir hatten also alle mal Forelle genommen, Forelle Müllerin, und ach, das war ein Gedicht. Also vom Essen her, Brauhaus Schweinfurt, da brauchen wir gar nicht groß zu testen, weil das ist einfach gut. Und der Preis passt mitten in der Stadt. Also, wie gesagt, nur wegen der Einrichtung. Also da, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Ne? Also vor allen Dingen, wenn man dann in Reihe und Glied ethisch nach dem anderen, ne? Und die anderen, die gucken dann auf den Teller, ne? Und wenn sie nicht aufpassen, fliegt die Kartoffel vom Nachbar auf den Teller drauf. Das mag ich nicht so. Ne? Ich bin dann doch ein wenig mehr fränkisch, ne? Und jeder seinen eigenen Tisch. Und wenn ich da so preußisch da in Reihe und Glied dort sitze, ne? Gut. Wer es mag, ne? Einer mag so oder anderer so. Und das ist natürlich auch, wie gesagt, alles Geschmackssache. Aber wie gesagt, ja, nächstes Mal nehmen wir einen anderen Tisch. Also ich wünsche euch einen schönen Tag.